Mein Name ist Burkhard Oertel. Ich hatte das Vergnügen, in Württemberg, in Öhringen aufwachsen zu dürfen, wo ich allerdings als Flüchtling hingekommen bin, 1945. Und ich habe dort dann bei der Arbeit meines Vaters als Familienforscher, Ersatzberuf nach dem Kriege, mitgearbeitet, so stark in die Materie eingestiegen, dass ich schließlich nach dessen Ableben für Württemberg diese Arbeiten fortgesetzt habe, in einem Umfang, wie ich es eigentlich selber nicht gedacht hatte. Für mich also hatte es die selbstgestellte Aufgabe gegeben, bei der Erfassung und Aufbereitung personengeschichtlicher Quellen einen Beitrag zu leisten. Und zwar so weit, dass diese Quellen dann für jedermann erreichbar sind und ganz bequem in Buchform aufgeschlagen werden kann und nachgeguckt werden kann, was in der Quelle drinsteht. Und auf die Weise ist mein immenses Datenarchiv zusammengekommen, das ich gerne für jedermann zugänglich halten wollte und nach Kräften erweitern wollte. Wir mussten damals ja, weil die Kirchenbücher, das heißt die Quellen für diese Arbeiten, in jedem Pfarramt einzeln gelagert worden sind, von Ort zu Ort fahren und dort im Pfarramt zu den uns zur Verfügung gestellten Zeiten arbeiten. Und was man da gearbeitet hat, war das dortige Manuskript, das geschah dann auf diesem Karteikartenverfahren und steht jetzt im Archiv. Also ein Karteiblatt, eine Familie, könnte man sagen. Zahlenmäßig sind es jetzt etwa 500.000. Nur, also Familien, das heißt Personen etwa 3 Millionen. Sie haben die Hinterlassenschaften des Pfarrers in Form seines Tätigkeitsberichtes. Aber nirgendwo steht, wer denn jetzt zu wem gehörte, familienmäßig oder in welche Familie ein getauftes Kind genau hineingehört. Das war völlig nebensächlich damals. Aber das müssen wir heute aus diesen Informationssteinchen versuchen zusammenzusetzen und herauszubringen. Und das ist der große Reiz dieser Aufgabe. Das ist für mich etwas zerrissen, denn gebürtig und von den Ahnen her bin ich ja beheimatet, sagt man dann, in Ostpreußen. Aber nach dem Fluchtgeschehen, da war ich dann also 4 Jahre alt, kam ich nach Württemberg und bin in Württemberg so liebevoll und angenehm aufgewachsen, dass ich sage, das ist eben mindestens meine zweite oder die Heimat oder die, die mich eigentlich in dem Bereich, wo man durch äußere Einflüsse noch verändert wird, gestaltet hat.